Ja, ich möchte übrigens nicht schlafen, denn Diamantas wird sich ein bisschen im Bett wälzen und wach bleiben, denn zu viele Erinnerungen, die für die erste eingebüßte Niederlage hier durch die Ortschaft auf ihn einströmen und dann irgendwann in der Nacht aus dem Hotel gehen und sich auf das Schiff begeben, wo er dann anfängt, an den Geschützen rumzuschrauben. Wird wahrscheinlich einen kleinen Tumult geben, erstmal, weil Diamantis da mitten in der Nacht aufs Schiff will. Aber ja, das ist mir dann egal. Dann, Rafim, möchtest du noch irgendwas tun? Ja, und zwar, ich möchte auch mitten in der Nacht aufstehen und aufs Schiff gehen. Und zwar möchte ich gerne meinen Informanten bei der Garde finden und suchen. Also bei der Dukatengarde. Ja. Habe ich ja mal bezahlt, dass er mir sagt, wer im Schiff Unruhe macht. Der abgebissene Dragan Revitos. Ja. Wird ihn einfach nach oben zu mir befehlen. Ja, mein Herr, was kann ich für euch tun? Und wer macht Unruhe? Nun ja, die Treuzacker begehren auf. Immer mal wieder schon, aber es wird immer ruppiger da. Wir mussten schon den einen oder anderen Streit mit den Maulwürfen unterbinden. Die Müssen Maulwürfe wir konnten wenig dafür, aber wir irgendwen haben es noch unter loswerden? Kontrolle. Irgendwer verlassen? Mal verlassen noch nicht, aber wir mussten Aschiroth einsperren. Er hat die Schläge mit der Peitsche hingenommen und er hat aufgeschrien vor Wollust. Bis wir dann ihr die Hände so straff auf den Rücken gebunden haben und sie dann in die Zellen gesperrt haben. Ich weiß nicht, wie genau, wie lange das noch gut geht, aber die Treuzacker sind schwierig. Wenn ihr Ihr mich habt nie fragt, sie gehören nicht Unrecht. ans Schiff. Das sind Barbaren. Auch damit habt ihr nicht Unrecht. Holt euch einfach mehr Dukatengardisten, mein Herr, wenn ich diesen subjektiven Tipp geben darf. Wir können das allemal mit ihnen aufnehmen. Wir sind zwar nicht so groß und kräftig, aber das Schwert führen wir besser als sie. Haltet weiter die Augen auf und seid vorsichtig bei diesen Seeleuten. Die Hälfte von ihnen sind Piraten. Das habe ich schon verstanden. Die Piraten sind interessant, haben großes Maul. Ab und zu auch mal der ein oder andere was dahinter, aber die kriegen wir kontrolliert. Von der Meuterei würde ich da erstmal nicht sprechen wollen. Habt ihr herausgefunden, was sie gemacht haben in der Landpfalz, sie geplündert haben? Tja, sie haben natürlich Schlägereien losgebrochen, Fenster eingeschmissen, Türen zertrümmert, sowas in der Art. Aber sie haben keine schwerwiegenden Straftaten begangen, irgendjemanden ermordet oder so etwas, das haben sie nicht getan. Kann ich euch beruhigen, falls ihr diese Furcht hattet, dass Alan Fana durch sie umgekommen sind. Ja, dann hätten sie sterben müssen. Es waren einfach nur Sachschäden. Ja, dann. Dass die Straßen im Blut standen, na, der ein oder andere Sachschaden. Wenn ihr mich fragt, lasst davon ab. Ja, aber ihr wisst, dass ich fragen musste. Selbstverständlich, mein Herr. Dann haltet weiter ein Auge auf sie. Sie sind die Ersten, die gehen, wenn irgendwer gehen muss und werden ein Exempel statuieren. Ich habe ihnen das nicht vergessen. Glauben die Bastarde zwar, aber ich bin ein rachsüchtiger Bastard. Ihr macht gute Arbeit. Richtet den Männern aus, dass ich ihnen irgendwas mitbringen werde. Gibt's irgendwas, was die Männer hier unten interessiert? Und wir sind einfache Männer. Wir bekommen gutes Geld von euch ausgezahlt. Ja. Wir haben keine Bedürfnisse außer zu dienen. Solange ihr an Bord seid oder Diamantes, geht es uns gut. Solltet ihr das Schiff verlassen, werden wir ebenso gehen. Ja, was anderes würde ich auch nicht erwarten. Dann zurück auf euren Posten. Ich muss mich wieder ins Hotel schleichen und so tun, als hätte ich geschlafen. Sehr wohl, mein Herr. Achso, übrigens, Diamantes hat vor einigen Augenblicken dafür gesorgt, dass die Wachmannschaft doch etwas kerzengerade stimmt. Er ist gerade irgendwie am Sägen und Feilen. Stand kurz in der Werkstatt und jetzt schraubt er da hinten rum.
Ja, ich glaube, die Stadt macht ihn verrückt, aber darum kümmern wir uns wann anders. Tja. Also gut, Mann, er salutiert. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, weil ein Stück von ihm abgebissen wurde, aber nichtsdestotrotz salutiert er. Dann schreiben wir den nächsten Tag und ihr erwacht in euren Hotelbetten. Oh, hab ich gut geschlafen. Ah, Rafim, auch so gut geschlafen. Ja, geht's gut. Ich hoffe, ich habe dich nicht gestört, weil ich so lange noch an den Ringen gewerkelt habe. Nein. Ist ja relativ schnell eingeschlafen. Ja. Weil ich ja so spät ins Bett gegangen bin. Na, aber wenn es dich nicht gestört hat, bin ich ja umso erleichterter. Ja. Lass uns mal runtergehen. Spreche ich heute früh. Ja dann, du siehst... Habt ihr wohl? Jawohl. Du siehst nicht so aus, als hättest du besonders gut geschlafen. Ich glaube, ich habe mich so dermaßen an das Schaukeln der Hängematte nachts gewöhnt, dass ich ohne nicht mehr schlafen kann. Seid ihr krank? Ihr wirkt ein bisschen rosig im Gesicht. Ach, es ist nichts. Es ist dieser verdammte Port, als würde eine Präsenz hier liegen. Ich konnte auch kein Auge zudrücken. Vielleicht spukt es ja tatsächlich. Also ich habe ausgezeichnet geschlafen. Ich möchte das nochmal unterstreichen. Also ich ebenso. Ich muss auch sagen, es ist kein Kieselbett, aber schon sehr angenehm hier. Ich entscheide mich nicht zu fragen, was ein Kieselbett ist, ja? Gut. Nun, ein Bett aus Kieseln. Ich sagte nicht, Voltax, nicht. Ah, wow. Diese Linde zum Gruße, ein wunderschöner Tag. Aber mir, ihr strahlt ja richtig. Natürlich. Oh, ihr habt auch so gut geschlafen wie ich, ja. Ja. Und habt jetzt ihr jemanden in einen Frosch verwandelt? Nein, aber dieser Kaffee hier, ausgezeichnet. Rafim, mir wäre, als hätte ich dich auf dem Schiff gesehen, oder? Oh, das musst du dir einbilden. Oh, Diamant ist uns eine Einbildung, dein Kaffee. Das war bestimmt kroschkrank. Vermutlich, man kann diesen ganzen Trotzacker doch nicht auseinanderhalten. Sie sind alle so groß wie du. Ja, sind sie nicht alle niedlich? Bestimmt. Der Kroschkrank ist halt ein großer Fan von Rafim. Ja, er hat sich erst kürzlich die Zehen abgetrennt. Ja, ich glaube, das ist schwierig. Wie klettert er jetzt die Takelage auch? ein Trollsacker, der das tut. Ich bitte dich, Alan. Ich habe schon mehr Sachen von den Rockklettern sehen. Nun, jetzt ja, der Trollsacker. Sie klettern von Kindesbeinen an, vermutlich. Sie leben im Gebirge, soweit ich weiß, nicht wahr? Ja. Nur dann werden sie auch klettern, vermutlich. Ja. Wie ein Ziegler. Es ist aber sehr schön da. Also dürft nicht vergessen, sie sind Hochgeborene. Ja. Auf jeden waren wir in denselben Trollsacken. Es ist nämlich ziemlich nicht schön da. Oh, was meint ihr? Es ist kalt. Es ist überall das voller schroffer Felsen und die Leute sind nicht sehr einladend. Oh, schön dort, nicht wahr? Naja, also für mich waren alle sehr einladend. Wir wurden nur 5-mal überfallen. Und unten drunter war es noch viel besser. Erinnert ihr euch noch? Die Felsenmilch. Oh. Ich erinnere mich noch an diese Pilze, die uns fast getötet hätten. Ich bitte dich. Ich erinnere mich an gar keine Pilze mehr. Ja, gut, vielleicht ist es gut so. Wir müssen nicht weiter darüber reden. Erinnern wir uns einfach an die schönen Dinge. Zum Beispiel? Die Felsenmilch. Außer der Felsenmilch. Und die wundervoll bearbeiteten Gänge, die Handwerkskunst, die Hallen, die Gänge, die Stollen. Grabungstunnel. Oh, die Wohnquartiere. Und die Totenzwerge. Nun, ja. Ich sagte ja, wir wollen uns an die schönen Dinge erinnern. Stichwort schöne Dinge. Dieses Syndigo ist wirklich das schönste Blau, das ich je als Pigment gesehen habe. Oh, das sieht schon nicht schlecht aus. Ja, es würde sich bestimmt gut als für Hautmalerei eignen. Kräftig. Willst du dir schon wieder was aufstechen lassen? Oh, was, ihr habt aber auch Vorschläge, die sind sympathisch, du. Wie wäre es denn diesmal mit einem Anker? Bist du wirklich ein Seemann? Oh, ich weiß nicht. Oder alle Anker, das ist doch nichts Besonderes. Na, dann eine Seeschlange, der den Kopf abgeschlagen wird. Ich glaube, unter
Ich glaube, ich muss mich auch erst noch ein wenig informieren über diese Pflanze, aus der das gewonnen ist. Nicht, dass das irgendetwas Giftiges ist. Oh, das macht's natürlich faszinierend. Er sagt, aus welcher Pflanze ist es denn? Ich bin nicht sicher. Irgendein Strauch? Oh, lasst mich einmal überlegen. Weiß ich irgendwas dazu? Ja, weiß ich nicht. Weißt du irgendwas dazu? Pflanzenkunde habe ich gewürfelt gerade. Ja. Was war das für eine Pflanze? Gavang? Oh, warte. Ich glaube, Guran, sagte der Mann. Guran, lasst mich überlegen. Nun, wenn es behandelt ist und als Pigment verwendet wird. Ich weiß natürlich nicht, wie es als Pigmentfarbe für ein Hautbild ist. Eventuell juckt es dann ein bisschen. Aber generell dürfte es, glaube ich, keine allzu großen Nebenwirkungen haben. Insbesondere nicht für Rafim. Den wird sowas nicht umhauen. Nun, es soll auf jeden Fall auf Wandmalereien und auf Pergament sehr lichtecht und haltbar sein. Apropos Pergament, ihr erinnert euch an die Schriftrolle von dieser Echse Nabrabak? Ich weiß immer noch nicht, ob wir diesem trauen können. Ich habe euch nicht wirklich zugehört, als ihr davon gesprochen habt. Nun, diese Vision, die dort niedergeschrieben ist, ich konnte einen Teil davon bereits übersetzen. Ich gucke mir ja mal um, ob irgendjemand zuhört. Nun, hier steht der erste Teil zumindest. Unbezwingbar und ewig erscheint uns der Rivale, Verderber der sechs Säulen der Meere und Lande und Himmel. Doch unbezwingbar und ewig ist allein die See. Ewig ist Efiat, der Gebende, doch untätig. Ewig ist Charybd, die Nehmende. Zum Kampf rüstet die Nehmerin. Luft flieht, Land versinkt, Feuer erlischt. Wir sehen es voraus. Flut steigt, Mahlstrom wächst. Verschlingen wird sie das Unwasser, die Nichtsee, das Andermeer. Verschlingen den Rivalen. Ewig ist Charybd. Ihr Kampf der unsere in Ewigkeit. Wartet aber mir. Könnt ihr noch einmal vorlesen, was genau verschwindet? Feuer erlischt und wie war das noch? Luft flieht, Land versinkt, Feuer erlischt. Nun, damit Flut steigt und Mahlstrom wächst. Damit hätten wir die Elemente Luft, Erz, Humus und Feuer. Sand ist, dass das Element Eis nicht vorkommt. Ich vermute, in Lamaria gab es kein Eis. Und hört sich genau nach dem an, was Palligan vorhat, das Land zu verschlingen. Aber wenn es in Lamaria kein Eis gab, dann ist nun ein gewisser Ma vielleicht nicht dagegen gefeit. Nun, das steht vermuten. Ha! Nun. Diese Erkenntnis hatten wir aber schon gewonnen. Ihr erinnert euch, wie wir aus dieser Dämonenarche flohen? Nein. Mittels unserer Bordmarierin. Nein. Wirkte ein Frigifaxius, soweit ich weiß. Die Erkenntnis, dass Dämonenarche nicht gegen elementares Eis gefeit sind, ist bereits seit Jahren und bekannt. Das natürlich, aber es geht ja nicht um eine Dämonenarche in diesem speziellen Text. Und das Konzept wird dasselbe sein? Es geht um eine Vision, die der, wie man ihn nennt, der Sohn der Ersäuferin gehabt haben soll, bevor er zum Dämon wurde. Nun, aber dann haben wir vielleicht etwas, mit dem wir ihn tatsächlich Schaden zufügen können. Ich finde den Dualismus interessant. Effort als das gebende Prinzip und seine Gegenspielerin als das nehmende. Nun, Ebbe und Flut. Kommt euch dieses Konzept vertraut vor? Eine Analogie? Nun, ich meine, die verlorene elfische Religion sei ähnlich strukturiert mit den Prinzipien des Nordra und Cerza. Nun, vielleicht haben sie es übernommen. Lamaria ist weit vor den Elfen ihrer Hochzeit versunken. Erinnert ihr euch noch an den komischen Fexgeweihten? Wen meint ihr speziell?
der uns beim Drachen geholfen hat. Mein Midas? Ja, ich glaube, so hieß er. Er hatte mir etwas von einem Dualismus aus Lovang erzählt. Hört nicht auf die Lovanger, das ist Gewäsch. Nun, ich weiß nicht Gewäsch, so richtig... Gewäsch, Boltax! Ah, gut. Ach, ihr freut euch, weil Praios der Gute und Boron der Böse ist. Nun, keiner der Götter ist der Böse, das sind schließlich die Erzdämonen. Eine solche Sichtweise. Hey, die Götter zum Gruß. Die Götter zum Gruß. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ihr wurde von Dorkstein gesagt, ihr sucht einen Führer? Tatsächlich ja. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich bin Einbolzen-Schari. Einbolzen? Warum nennt ihr euch so ein merkwürdiger Name? Weil ich nur einen Bolzen brauche, wenn ich jemanden erschieße. Ich komme vom Schwarzbuntes Chor. Tatsächlich. Ach, wie schön. Diamantes, schön, dich wiederzusehen. Wir kennen uns. Klar, du warst doch auch damals dabei. Ach. Jetzt wundere ich mich auch nicht, warum ihr die Golgari sucht. Ach, wie schön, dass sich alles in Wohlgefallen auflöst, nicht wahr? Scheiße, warum wird denn einer vom Schwarzen Bund hier in der Stadt geduldet, vor allem jemand, der dabei war. Glaubst du, ich laufe immer noch mit meinen Abzeichen rum? Siehst du irgendwelche Abzeichen an mir oder was? Das nennt sich Tarnung. Oder hast du Glück, dass man den Schwarzen Bund leicht vergisst? Zumindest die Gesichter dahinter. Auch wenn sie in vorderster Reihe kämpfen, fallen die doch recht schnell. Du Arschloch. Und du lachst? Wird Zeit. Ich weiß, wo das Schiff ist. Und der Preis ist gerade gestiegen. Alles klar, sicher, mir. Bezahl den Mann. Ich bin eine Dame. Der Preis ist nochmal gestiegen. Das ist ein... Montags, ihr seid wie immer sehr charmant. Das ist ein geflügeltes Wort in unserer Gruppe. Ihr müsst mir verzeihen. Junge Dame, aber ihr seid Arschlöcher. Bezahl die Dame. Das ist richtig. Das habt ihr sehr fein erkannt. Nun, wir haben noch etwas zu tun in der Stadt. Wie wäre es, wenn wir am frühen Vormittag aufbrechen? Ja, mir egal. Ich habe meine Ausrüstung dabei. Braucht ihr noch irgendwas für den Dschungel? Nein. Unterscheidet sich dieser Dschungel von anderen Dschungeln? Nicht maßgeblich. Zwei Tagesreise. Keine Sorge. Wir schaffen das schon. Nun, wir wollen mit einem Schiff auf die Südseite dieser lieblichen Insel reisen und von dort aus vorstoßen. Tja, da kommt ihr aber nicht ganz ran. Die Golgari liegt auf einer Klippe oben. Nun, wir wollten mit einem Beiboot übersetzen an Land und dort von dort aus starten. Ja, wie gesagt, es ist eine Klippe. Die liegt ziemlich weit oben. Da kommt ihr nicht hoch. Müsst von der Landseite kommen. Dann wäre die erste Linie so. Nun, gewissermaßen. Es wird sich eine Stelle finden, wo wir anlanden können und von dort aus weitergehen zur Klippe. Na gut. Sich. Mir soll es egal sein. Sind wir die Ersten, die du zu Golgari führst? Ja, schon. Also gibt es nicht viele, die sich von hier aus auf den Weg machen. Ja, die meisten, die hier ankommen, sind Händler, Mann. Wird auch bestimmt ein paar Questadores geben, die die Geschichte um das fliegende Schiff gehört haben. Tja, aber die kommen nicht hierher. Außerdem ist es verflucht. Wart ich schon einmal dort? Schon zweimal. Und habt ihr irgendetwas von diesem Fluch bemerkt? Nee, aber warum soll ich dann den Leuten hier sagen, dass das nicht so ist? Na, wir beide wissen, dass es sicher kein Fluch war, der die Golgari dorthin gebracht hat, wo sie heute ist. Tja, so ist das. Aber ich kenne mich mit solchen magischen Sachen nicht aus. Na, dafür bin ich ja da. Nun gut. Dann treffen wir uns zur Waschlaktifur, zur Bereinestunde. Ja, meinetwegen. Soll ich am Hafen warten und wir segeln dann los, oder wie? Ja, wartet voll im Schiff. Wir lotsen euch dann an Bord. Okay. Aber nicht, dass das Ding wiederkommt, wenn ihr jetzt anfangt zu fliegt oder so. Nun, ich hoffe, dass es nicht zurückfliegt. Ich kann seine Stimme immer noch hören. Ganz tief drin in meinem Ohr. Wessen Stimme? Von dem Ding. Was für ein Ding? Das Ding, was die Golgari angehoben hat, Mann. Moment, ihr könnt die Stimmen noch hören. Das klingt
Sehr interessant. Vielleicht kann ich damit ergründen, was Warum es war. Warum erzählt ihr uns das nicht auf dem Weg? Hm? Wir haben noch einige Dinge zu tun, wollte ich. Oder noch besser, lasst es. Wir müssen das nicht wieder auf. Nein, junger Mann, hättet ihr vielleicht etwas. Junge Frau. Der Preis ist gerade gestiegen. Hättet ihr etwas dagegen, wenn ich einmal einen Blick in eure Gedanken werfe? Nein. Also, ja, ich hab was dagegen. Ah, na gut. Dann werde ich es nicht machen. Ich hätte euch noch einmal etwas extra dafür gegeben. Dax, lass die Frau in Ruhe. Finanziell. Ich will doch nur wissen, was es war. Ist das jetzt irgendwas Sexuelles? Nein. Ich bin ein Magier und ich würde gerne in euren Kopf blicken, um zu verstehen. Nein, Mann, geh weg. Boltax, du bist verlobt. Lass die Frau in Ruhe. Ich bin verlobt? Hat sie das gesagt? Nein, sie hat nicht so weit. Wir wissen beide, wo die Reise hingeht. Oh. Halt die Klappe und lass die Frau in Ruhe. Einkerkern. Okay, was? Wir sehen uns nachher. Ja. Diebe. Und damit dreht sie sich um und lässt euch alleine. Sie ist ein bisschen verrückt, nicht wahr? Diamantus holt zitternd eine Zigarre hervor. Du hörst die Stimme auch in deinem Kopf. Genau das hat er damals gesagt. Habt ihr das auch mitbekommen? Braschaidor. Diamantus, ihr kennt diese Frau? Was? Nein, die Gesichter vom Schwarzen, wer merkt sich die schon? Rafim merkte sich. Diamantis, ihr kennt die Stimme. Kennt ihr sie? Was? Nein, ich kenne keine Stimme. Ich weiß nicht, von was sie gesprochen hat. Diamantis, schaut mich an. Ich habe euch den Kautabak gegeben, nicht wahr? Diamantis, da ist wieder diese Stimme in deinem Kopf. Das Tosen eines Sturms, das Kreischen, das Reißen und der Duft, der gar nicht dazu passt. Du hörst ihn. Diebe. Dieser Kautabak kommt noch mehr. Frei. Ich möchte nur einmal kurz in deinen Kopf gucken. Frei. Ich will da doch nicht wieder hin, Boltax. Nein. Diamantis, du wirst überhaupt nichts davon merken. Und am Ende kann ich dir vielleicht sogar die Last davon nehmen. Danke. Mich doch. Hallo, verdammt nochmal die Klappe. Was? Mit wem redest du? Diamantis, du brauchst doch nicht so zu schreien. Wenn du es nicht möchtest, kannst du es mir einfach so sagen. Oh. Und du weißt, dass ich dir helfen könnte. Ich bin für so etwas ausgebildet. Dann verstummt sie endlich. Kannst du sie zum Verstummen bringen? Nun, ich kann es versuchen. Lasst ihr euch darauf ein? Dann tu es. Tu alles, was du kannst. Ich will nur diese verdammte Stimme nicht mehr hören. Ich kann diese Stimme nicht mehr hören. Vielleicht solltet ihr auf euer Zimmer gehen, nicht hier im Kaffeesalon. Diamantis, wir gehen jetzt nach oben und machen das in aller Ruhe. Raschaidor. Ja. Und dann würde ich mit Diamantis gerne nach oben gehen und einen Blick in die Gedanken werfen und dann dort eine Heilkunde-Seele-Probe würfeln, um ihm die Last abzunehmen und mal zu schauen, was das eigentlich ist. Bei dem Blick in die Gedanken würde ich ganz gerne, also zum einen habe ich ihn ja um Erlaubnis gebeten, das heißt, die Magieresistenz ist halbiert. Zum anderen würde ich gerne um 2 erzwingen. Ja, dann hast du die Geschwernis auch aufgenommen, denn ich habe eine Magieresistenz von 4. Ja. Autsch, so wenig? Ja, super. Also frage ich mal 2 ZFP und plus halbe Magieresistenz, dann tun sie noch. Genau. Schauen wir mal. Das sieht gut aus. Ja, dann taste ich mich in seine Gedanken vor und kriege zumindest grobe Fetzen von dem mit, was dort ist. Und wenn es sich um die Stimme handelt, werde ich halt die vor allem vernehmen. Ja, Boltax, du stehst gerade an Deck eines Schiffes, gewaltig groß, eine Galeere, eine lanfanische Bauart. Um dich herum dichter Nebel. Du hörst das Trommeln, du hörst das Schreien. Und dann ist da erst ein Surren, ein zorniges Surren. Es ist kein Gefechtslärm, es klingt eher wie Wespen, wie ein riesiger Schwarm von Insekten mit raschelnden Flügeln, der lauter und lauter wird, intensiv. Und dieser Geruch, der sich dann bildet in diesem Nebel, Jasmin und Lavendel.
Er liebkost deine Nase. Und das, dann ist da wieder dieses Brennen von dem Mengbeller Feuer um dich herum. Du hörst das Schreien. Du siehst, wie neben dir ein Mannschafter torkelt. Irgendwie sein Gesicht ist abgerissen. Er fässt sich ans Gesicht und stürzt dann neben dir ans Wasser über die Reling. Und dann ist er dieser tobende Trichter, der heult unter dir herum. Du merkst, wie das Schiff sich unter dir bewegt und dreht und seufzt. Und dann hörst du diese Stimme in deinem Kopf. Jedes einzelne Wort hundertfach wiederholt. Frei, frei, frei. Eine brausende Stimme, die Erleichterung verströmt. Nach Äonen des Todes ins Leben zurückgeholt. Eine gigantische Wirbelwolke, die den Nebel um dich herum einfach entfernt und du stehst in dem Auge eines Sturms. Darf ich eine Magiekunde Elementarismus würfeln? Ja. Plötzlich ist da dieses Trommeln von diesen moorischen Trommeln um dich herum. Du weißt nicht genau, wo es herkommt. Du siehst in dieser gewaltigen Wirbelwolke siehst du angedeutet Augen, eine rasende Wolkenwand, die dich betrachtet, die dich gierig mit ihren Luftfingern, fast dick sind sie, mit ihren Luftfingern einhüllt, greift, schleudert und dann dieses Brausen des Windes. Danke, 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 danke. Und das ist dein Name? Dann schließt du wieder vor Diamantis. Ja, dann würde ich jetzt gerne eine Heilkunde-Seele-Probe würfeln, um versuchen, mit ihm gemeinsam das Gesehene zu verarbeiten, weil ich ja jetzt einen tieferen Einblick in das habe, um halt gewisse Aspekte anzusprechen, sodass er sie dann hoffentlich verarbeiten oder verdrängen kann. Ja, leere Augen, die dich anschauen, einzelne Tränen, die über seine Wangen getropft sind. Der alte Seemann erinnert sich an etwas zurück, was er sich nicht zurückerinnern möchte. Diamantis. Es ist alles gut, aber gesehen, was hier widerfahren ist, es ist eine Erfahrung voll von äonenaltem Zorn gewesen und von einer Freiheitsliebe, die man sich nicht vorstellen kann, die jedem anderen alle Freiheiten nimmt. Es war die geballte Macht der Luft, die sich nicht bändigen lässt. Du hast Schweres durchgemacht, aber es ist vergangen. Die Luft ist fort und was zurückgeblieben ist, bist du. Du hast das Ganze überstanden. Lass es hinter dir. Gehen. Atme ein. Ein weiterer letzter Gedankenfetzen von Diamantis, der dich umhaucht und du siehst, wie einer der gewaltigen, dicken Masten bricht. Einer der Matrosen, der oben auf dem Deck noch stand, wird einfach durch das Deck in die nächste Etage gehämmert und verschwindet einfach mit einem Blutschwall. Und dann erhebst du dich selbst. Du verlässt das Deck, siehst noch, wie die Golgari weiterschwebt, du klatscht schwer ins Wasser, deine Kleidung saugt sich mit dem Nass voll und dann siehst du nur noch, wie sie weiter weggetragen wird und irgendwo auf Iltoken, auf einer Bergspitze, den Ozean grüßt. Und auch dann ist Diamantis frei, frei, frei. Werde niemals die Schreie der Sklaven vergessen, Boltax. Das war das Letzte, was ich von dem Schiff gehört habe. Die angeketteten Sklaven. Sie hatten keine Chance, vom Schiff zu kommen. Nun, das ist furchtbar. Ich sehe es. Ich habe es gesehen. Kann deinen Schmerz nachempfinden. Es ist so erleichternd, endlich mit jemandem darüber sprechen zu können. Ja, und ich umarme Diamantis so ein bisschen um die Hüfte. Ich weiß. Lass es einfach raus. Das Letzte, was Diamantis noch in dein Ohr flüstert, ist ein leises Klar zum Entern.